So, Kletterpark, es gilt einen Termin zu finden. Klickt einfach auf den Link, dann müsstet ihr diese Seite sehen und wählt mit der Maus aus, wo ihr Zeit habt. Zum Beispiel hier habe ich Zeit, hier habe ich keine Zeit. Ich persönlich trage nur die grünen Felder ein. Dann sollte allen anderen klar sein, an den anderen Tagen habe ich automatisch keine Zeit. Das ist irgendwie einfacher. Wenn ihr fertig seid, mit euren Tagen, die einzutragen, dann gebt ihr euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse speichern und dann ist die Sache erledigt. Ihr bekommt dann noch eine Bestätigungs-E-Mail, die würde ich nicht löschen, denn wenn ihr noch Änderungen machen wollt, dann braucht ihr diese E-Mail. Passt auch bitte auf, dass ihr möglichst eine große Zeitspanne abdeckt mit euren Tagen, wo ihr jetzt Zeit habt oder nicht. Also nicht nur den Juli, sondern am besten auch den August. Ja, weil es passiert einfach zu oft, dass wir nicht genug Leute Zeit haben. Am besten tragt euch hier ein, hier steht's, von 1. Juli bis 30. September. Da wird sich schon ein cooler Tag finden lassen. Ja, wenn ihr wissen wollt, wo die anderen sich alle eingetragen haben, dann wechselt einfach die Ansicht, klickt auf diesen Link drauf. Bisschen runter scrollen, so. Und jetzt zeigt euch der Kalender an, an welchen Tagen sich welche Leute eingetragen haben. Wenn ihr die Maus hier rüber haltet, seht ihr auf der rechten Seite meinen Namen grün erscheinen. Wenn da jetzt zum Beispiel sich noch Eik einträgt oder Müller oder Nina oder sonst wer, dann werdet ihr auch diese Namen in grün oder in rot sehen, je nachdem, ob sie in dem Tag Zeit haben oder nicht. Da, wo am meisten Grüne, auf den Tag, auf den am meisten Grüne, beziehungsweise Zusagen fallen, an dem Tag werden wir dann gehen. Nicht wahr? Also dann, tragt euch ein. Tschö.